Mein Name ist Michael Kopp, ich leite die Akademie für Neue Medien und Wissenstransfer an der Uni Graz. Die Akademie ist eine Organisationseinheit der Uni Graz, die sich damit auseinandersetzt, wie neue Medien in der Lehre bei uns eingesetzt werden. Und wir unterstützen Lehrende, die mit Bildungstechnologien ihre Lehre anreichern wollen, dabei eben genau diese Bildungstechnologien zu bewerten und einzusetzen. Grundsätzlich wird es meiner Meinung nach so sein, dass es in absehbarer Zeit an Universitäten keine Hörsäle mehr geben wird. Und Professoren, die in diesen Hörsälen unterrichten, die werden, und da zitiere ich Richard David Brecht, den deutschen Philosophen, diese Professoren werden dann genauso obsolet wie die Hörsäle sein. Wie komme ich zu dieser These? Grundsätzlich wird immer mehr Online-Lehre an Universitäten betrieben. Momentan gibt es einen massiven Hype um Massive Open Online Courses, die sogenannten MOOCs. Darunter, und wir verstehen, oder ich verstehe, wenn wir über MOOCs reden, immer sogenannte X-MOOCs, das heißt, das sind MOOCs, die Extended MOOCs sind, die sich an ein großes Publikum wenden, die mit Video-Lectures arbeiten, die mit Quizfragen arbeiten und mit einem Forum arbeiten, aber eine relativ geringe Interaktion zwischen den Studierenden und Lehrenden haben. Diese MOOCs haben in den letzten Jahren, vor allem von den amerikanischen Universitäten ausgehend, immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das klassische Beispiel ist Sebastian Thrun mit dem MOOC zur künstlichen Intelligenz, dieser erste MOOC, in den sich 160.000 Studierende eingeschrieben haben. Und das ist immer so ein schönes klassisches Beispiel zu sagen, Sebastian Thrun hat mit diesem Kurs zur künstlichen Intelligenz grundsätzlich mehr Studierende unterrichtet in einem Kurs, als die meisten Professoren in ihrer gesamten Hochschulkarriere das jemals machen. Massive bedeutet in dem Zusammenhang einfach viele. Ja, man kann das definieren, indem man sagt, es sollten zumindest so viele Studierende sein, dass sie sich untereinander nicht mehr kennen. Open heißt, dass dieser Kurs frei und kostenlos zugänglich ist. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Materialien offen verwendet werden können. Also da gibt es trotzdem Urheberrechte und Copyrights drauf. Online ist irgendwie logisch, heißt also, dass dieser Kurs auch online stattfindet. Ein Kurs ist eben ein Kurs, ein Kursformat, das auch über mehrere Wochen gehen kann und trotzdem eine gewisse Timeline hat. MOOCs werden, wie gesagt, also auch in österreichischen Universitäten immer wichtiger. Allerdings sind sie natürlich auch mit diversen Herausforderungen und Problemstellungen behaftet. Zum einen geht es darum, dass die Produktion eines MOOCs mit Aufwand verbunden ist. Man sieht es am besten Beispiel anhand dieser Lehrveranstaltung. Und es geht einfach darum, dass viel in die Produktion der Videos investiert werden muss, dass viel in die Konzeption investiert werden muss. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Mehrarbeit meistens von den Universitäten nicht abgegolten wird. Das heißt, wenn man in einen Hörsaal geht oder eine Vorlesung hält, bekommt man dafür Geld oder das ist eben im eigenen Honorar mit inkludiert. Wenn man diesen Mehraufwand auf sich nimmt, ist es meistens so, dass das eben nicht extra abgegolten wird. Und zudem ist rechtlich auch eigentlich überhaupt nicht klar, ob man in einem Hörsaal stehen muss als Lehrbeauftragter oder in welchem Teil oder zu welchem Teil man sich hier auch in Form von Online-Lehre Teile in der Präsenzlehre ersparen kann. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die erst geklärt werden müssen. Gleichzeitig ist es so, dass eben durch diese hohen Kosten es darum geht, dass wir nicht die Möglichkeit haben, sehr, sehr viele MOOCs zu produzieren. Das ist ein großes Manko, das bedeutet aber auch, und ich sage das auch immer, dass eine andere These wäre zu sagen, MOOCs gibt es in 5 Jahren, so wie sie heute existieren, einfach nicht mehr. Das hat mit den hohen Kosten zu tun. MOOCs wird es dann weitergeben, wenn sie großflächig eingesetzt werden. Und das bedeutet für mich, dass die gesamte Studieneingangsphase grundsätzlich mal mit MOOCs funktionieren wird. Ja? All diese Einführungsvorlesungen, die relativ statisch sind und wo die Inhalte relativ gleich bleiben, die können wir ohne weiteres in elektronischer Form aufzeichnen und Studierenden zur Verfügung stellen. Das heißt, Studierende müssen nicht mehr in derzeit überfüllte Hörsäle. Das heißt,
Universitäten müssen nicht mehr für eine entsprechende Infrastruktur sorgen, für die ohnehin kaum Geld vorhanden ist. Das heißt aber auch, dass Studierende diese Informationen zeit- und ortsunabhängig jederzeit abfragen können. Und damit verbunden ist eben einfach das Faktum, dass diese Hörsäle einfach obsolet werden und die Professoren, die diese Inhalte unterrichten, ebenfalls eigentlich für diese Aufgaben nicht mehr gebraucht werden. Ja, also gesellschaftliche Veränderungen, die damit verbunden sind, die funktionieren auf mehreren Ebenen, weil nur weil keine Hörsäle mehr gebraucht werden, heißt das noch lange nicht, dass die Universität keine Lernräume benötigt. Es geht nämlich darum, dass in Form eines Flipped Classroom-Prinzips, was einfach bedeutet, dass nicht mehr Inhalte im Mittelpunkt einer Lehrveranstaltung stehen, sondern die Diskussion über diese Inhalte, so wie es auch in dieser Lehrveranstaltung an und für sich geplant und durchgeführt wird, geht es darum, dass diese Lernräume sich einfach verändern werden. Dass wir nicht mehr Massenlehrveranstaltungen haben werden, sondern dass sich Studierende und Lehrende in kleineren Gruppen organisieren und über das, was sie mit Hilfe von Online-Kursen gelernt haben, sich ein Wissen angeeignet haben, über diese Dinge dann diskutiert wird in Kleingruppen. Und diese Kleingruppen können einerseits in physischen Räumen miteinander diskutieren, aber auch in elektronischen Räumen, in virtuellen Räumen. Und es soll auch eine Verschmelzung geben zwischen diesen beiden Räumen. Das heißt, ich kann sowohl irgendwo in einem Seminarraum sitzen oder auch irgendwo am Campus sein, mitdiskutieren, einerseits über elektronische Medien, über Diskussionsforen, über Twitter oder Ähnliches, andererseits aber auch in physischen Räumen einfach bei einem Kaffee oder einem Tee zusammensitzen und über die Themen diskutieren. Was heißt das für die Gesellschaft? Für die Gesellschaft bedeutet das ganz einfach, dass wir den Wissenserwerb umdrehen. Ja? Bisher unterrichten wir und vermitteln wir Wissen an Universitäten. Wir müssen uns aber ganz klar damit beschäftigen, dass Lehrbeauftragte nur mehr über einen ganz kleinen Teil jenes Wissens verfügen, den es gibt. Studierende haben längst die Möglichkeit, über sehr, sehr viele elektronische Quellen, sprich Internet, viel, viel mehr an Wissen sich anzueignen, als das, was ein Professor oder ein Lehrbeauftragter in einer Lehrveranstaltung zu vermitteln vermag. Das wiederum bedeutet, dass es nicht mehr darum geht, im Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum zu vermitteln, wie man sich Wissen aneignen kann. Das hat einen gesellschaftlichen Impact. Auf der einen Seite im Hochschulbereich, wo es darum geht, dass Lehrende nicht mehr Wissensvermittler sind, sondern Coaches sind, die eben Studierende anleiten, Wissen zu generieren und mit Wissen umzugehen. Andererseits bedeutet das aber weitergedacht für eine Arbeitswelt, dass sich die Arbeitswelt komplett verändern wird. Es geht auch nicht mehr darum, in einer Welt, in der die Halbwertszeit von Wissen extrem kurz ist, sich Wissen in einem Studium anzueignen und von diesem Wissen dann ein Leben lang zu profitieren, sondern es geht darum, dass dieses Wissen sich ständig erneuert und dass wir gemeinsam in Gruppen, in Teams dieses Wissen gemeinsam erarbeiten und jeder und jede die Kompetenz hat, eigene Wissensquellen zu erschließen und diese Wissensquellen auch entsprechend zu bewerten. Andererseits geht es auch darum, in der Gesellschaft selbst, dass mit einem Turnaround vom Wissenserwerb zur Wissenskompetenz eine entsprechende Verantwortlichkeit und Verantwortung verbunden ist. Das heißt, es geht nicht mehr darum, das anzuwenden, was mir als Studierender jemand anderer gesagt hat, sondern es geht vor allem darum, dieses Wissen selbst zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob die Wissensquelle, die ich gerade verwende, die richtige ist für das Produkt oder diese Dienstleistung, die ich gerade anwende. Daher ist mit diesem Switch der Studierenden und der Lehrenden vor allem, die eben als Coaches tätig sind und Kompetenzen mehr vermitteln als Wissen, auch eine verantwortungsvollere Gesellschaft gegeben, die einfach verantwortungsvoller auch handeln kann. Ich denke, eine wesentliche Voraussetzung liegt nach wie vor am Beginn unseres Schulsystems. Dort, wo Schülerinnen und Schüler beginnen, Wissen zu erwerben, dort ist es notwendig, dass diese schon mal auf eine universitäre Laufbahn auch vorbereitet werden und dass sie lernen, selbstständig Wissen zu generieren.
Das hat damit zu tun, einerseits, dass viele, viele Lehrerinnen und Lehrer nach wie vor eher skeptisch neuen Technologien gegenüberstehen. Was bedeutet, dass genau diese Dinge wie Google-Recherchen oder die Verwendung von Smartphones im Unterricht nach wie vor eher selten im Unterricht zum Einsatz kommen. Das muss wirklich viel, viel stärker forciert werden. Das bedeutet aber auch, dass es in der Lehrerinnenausbildung einen Fokus auf dieses Thema gibt, auf den Einsatz neuer Medien und auf die Verwendung von Bildungstechnologien. Wenn wir es hier nicht schaffen, das Lehrpersonal entsprechend auszubilden und weiterzubilden und zu sensibilisieren, dann schaffen wir es natürlich auch nicht, die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für eine Informationsgesellschaft, in der Wissensvermittlung, Wissensgenerierung hauptsächlich über elektronische Medien und im Selbststudium passiert. Zum anderen ist eine wesentliche Voraussetzung die Weiterentwicklung der Technologie. Und wenn es darum geht, Worst-Case- und Best-Case-Szenarien gegenüberzustellen, gibt es einfach ein schönes Beispiel in Form von Google. Wenn man sich überlegt, dass Google vor einigen Jahren, das ist noch nicht so lange her, den Thermostathersteller Nest gekauft hat und derzeit einfach daran arbeitet, sehr, sehr smarte, intelligente Haushaltssysteme zu entwickeln, die eine Kombination eben aus Technologie und künstlicher Intelligenz sind und die dazu führen, dass letztendlich Bewohner eines Hauses mit ihren Smartphones oder durch ihre Smartphones eine für sie individuell angemessene, beste Umgebung in ihrem Haus finden, sprich die richtige Temperatur in jedem Raum automatisch eingestellt wird, das Haus sozusagen weiß, wann jemand nach Hause kommt oder das Haus verlässt, dementsprechend vorwärmt, die Wassertemperatur richtig einstellt und so weiter und so fort. Dann reden wir von einem System, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr selbstständig zu denken bereit ist und viele Denkprozesse und Lenkungsprozesse des Menschen uns abnimmt. Und da können wir uns jetzt auf einem Scheideweg befinden, dieser Scheideweg zwischen Best Case und Worst Case. Worst Case ist einfach der Fall, wenn wir PCs, künstlicher Intelligenz, das Denken für uns überlassen und die eben dieses Denken für uns übernehmen und wir unhinterfragt die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen und mit diesen Ergebnissen leben. Andererseits, und da bin ich wieder zurück bei dem System, wenn wir Hörsäle umbauen zu Lernräumen, wo Studierende lernen, Wissen zu hinterfragen und die richtigen Fragen zu stellen, dann denke ich, dass Technologie grundsätzlich eine gute Basis dafür ist, um uns in unserem täglichen Leben zu helfen. Gleichzeitig ist aber auch so, dass wir diese Prozesse nach wie vor steuern können. Ich gebe dazu noch ein anderes Beispiel, nämlich weitergedacht vom Beispiel Nest ausgehend. Wir könnten ein solches System ja genauso gut für unsere Hochschulen entwickeln. Das würde dann folgendermaßen aussehen. Es geht einfach darum zu sagen, Studierende kommen in Zukunft mit ihren Smartphones an die Uni und ihre Smartphones sagen ihnen, wo ihre Seminarräume liegen, die sie heute besuchen müssen. Sie sagen ihnen, welche Prüfungen sie wann ablegen müssen. Es geht so weit, wenn wir Big Data in dieses Szenario mit einbauen, dass wir sagen, die Studierenden bekommen die Skripten und die Teile der Skripten immer wieder vor Augen geführt, wo sie halt noch nicht ganz fit sind mit dem Stoff. Ja. Sie bekommen entsprechende Prüfungsfragen, die ihrem individuellen Ausbildungsstand entsprechen. Sie können diese Prüfungsfragen vorher erproben und testen, sodass im Gesamten an und für sich eine Gesamtsteuerung des gesamten Studienablaufs computerzentriert einfach möglich wäre. Und hier haben wir genau das gleiche System. Man stelle sich das im Worst-Case-Szenario vor, das heißt, ich bekomme Wissen vorgesetzt, das Google oder wer auch immer für mich aussucht und aufgrund meiner individuellen Arbeitsleistung bereitstellt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir grundsätzlich nach wie vor die Oberhand darüber haben müssen, zu entscheiden, was wir lernen wollen und wann wir es lernen wollen. Und das bedingt einfach einer Selbstreflexion und einer Reflexion des Vorgesetzten. Die können wir nur erwerben, wenn wir entsprechende Kompetenzen dafür erwerben. Und das wiederum geht zurück auf die Idee zu sagen, Wissen ist überall vorhanden. Wie wir das Wissen einsetzen, das müssen wir lernen und wie wir es bewerten.
Der freie Zugang zu Wissen und Bildung ist auch eine Frage der Definition. Wenn es darum geht, offene Bildungsressourcen in Universitäten zu verwenden, dann bin ich sicher ein Verfechter, dass diese freien Bildungsressourcen auch Anwendung finden sollten. Auch da geht es wieder im Kontext der MOOCs beispielsweise darum zu sagen, je mehr Inhalte unter einer Creative Commons Lizenz stehen und damit frei verwendbar, weiterverwendbar und modifizierbar sind, desto intensiver werden sie genutzt und desto größer wird die Verbreitung sein. Ob das die Menschheit klüger macht, wage ich zu bezweifeln, weil es eben nicht darum geht, nur Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern weil es vor allem darum geht, dieses Wissen auch anzuwenden. Und diese Kompetenz, Wissen anwenden zu können, das ist etwas, was wir auf Hochschulen und grundsätzlich schon in Schulen lernen müssen, was wir derzeit an und für sich in unseren Curricula und in den Plänen, in den Lehrplänen der Schule einfach noch nicht oder zu wenig verankert sehen. Und daher glaube ich, dass freie Bildungsressourcen durchaus eine wichtige Basis sind, um Wissen für alle oder Bildung für alle zu ermöglichen, dass sie aber nicht allein ausreichen, um die Gesellschaft klüger und verantwortungsbewusster zu machen. Ich glaube, wir stehen momentan so an diesem Scheideweg hinsichtlich einer digitalen Revolution, wenn wir es so nennen wollen. Ja, also es geht einfach darum, dass wir jede Menge Daten zur Verfügung stellen, dafür, dass wir Programme frei nutzen, dafür, dass wir möglichst viel an Technologie jeden Tag verwenden können. Uns ist oft nicht bewusst, wie viele dieser Daten wir zur Verfügung stellen und schon gar nicht ist uns bewusst, was mit diesen Daten passiert. Im Hinblick auf das Bildungssystem ist das in Mitteleuropa und speziell auch in Österreich natürlich kein massives Problem im Moment, weil wir hier sehr starke oder sehr strikte Datenschutzbestimmungen haben und zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, auch an Hochschulen ein sehr hohes ethisches Verständnis herrscht, was bedeutet, dass mit Daten sehr sensibel, vor allem mit Studierendendaten sehr sensibel umgegangen wird. Aber es steht außer Zweifel, dass Datenverarbeitung in Form von Big Data und von großen Datenmengen immer wichtiger wird, vor allem für die großen Konzerne. Und in dem Zusammenhang ist es so, dass wir in dieser digitalen Revolution und mit Hilfe des Fortschreitens der künstlichen Intelligenz, dass es die Befürchtung gibt oder die Möglichkeit einfach besteht, dass grundsätzlich sehr viele Entscheidungsprozesse zukünftig von Computern übernommen werden und von Computerprogrammen übernommen werden. Und es liegt in unserer Hand und es ist unsere Entscheidung, dem insofern entgegenzutreten, als dass wir nach wie vor durch selbstständiges Handeln und eigenständiges Denken uns die Vorteile dieser Technologien, die wir immer weiterentwickeln, zu eigen und zunutze machen, uns gleichzeitig aber das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen und Kreativität, Entscheidungsprozesse und Verantwortung nicht abgeben an Maschinen, sondern grundsätzlich aufgrund der Kompetenzen, die wir uns immer wieder erwerben sollten und die immer wichtiger werden für uns, eben diese Entscheidungsprozesse für uns selbst einbehalten und nicht, wie gesagt, an andere, vor allem nicht an Maschinen abgeben.